SUV-Coupé, Schrägheck-SUV oder auf Französisch Rafale. Eigentlich heißt es Böe, aber in diesem Fall handelt es sich um ein neues SUV mit Schrägheck. Der 4,71 Meter lange und 1,86 Meter breite Renault Rafale kommt mit der Technik von Austral und Espace. Steht also auf der aktuellen CMF-CD-Plattform von Renault, Nissan und Mitsubishi. Das Design ist etwas kantiger und energischer als zuletzt bei Renault. Viele Sicken und Kanten am Heck mit großem Dachspoiler und schmalen LED-Lampen. An Bord gibt es viel Platz und ja, auch im Fond geht die Kopffreiheit in Ordnung. Der Kofferraum schluckt 530 Liter. Das Interieur ist vom Austral und Espace bekannt, wurde aber aufgewertet. Die Sitze sind komplett neu, sportlich straff. Das Multimedia wurde auf den neuesten Stand gebracht, arbeitet ja mit Google Android. Umfangreiche Menüs, schöne Grafik. Besonders stolz ist Renault auf das riesige Panoramaglasdach. Das arbeitet mit Flüssigkristalltechnik und kann bei starker Sonneneinstrahlung blitzschnell verdunkelt werden. Auf Knopfdruck auch manuell. Man kann also etwa auf Knopfdruck nur den vorderen Teil, den Fond oder auch alles abdunkeln. Feine Sache. Der Rafale kommt als Vollhybrid. Zum System gehören ein 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 130 PS. Zwei E-Motoren mit 70 und 25 PS. Ein 2,0 Kilowattstunden Akku und das kupplungslose Multimode-Getriebe. Es wird zwei Versionen geben, mit 200 PS und später auch eine Allrad-Variante mit 300 PS. Die Vierradlenkung kommt gegen Aufpreis, da kann die Hinterachse mit bis zu 5 Grad mitlenken. Los geht es Anfang nächsten Jahres. Preise sind noch nicht bekannt. Den Espace jedenfalls gibt es aktuell ab 43.500 Euro. Der Rafale wird wahrscheinlich darüber liegen. SUV-Coupé sind halt auch auf Französisch teurer als das normale Blechkleid.